Jo, schönen guten Tag und willkommen zurück hier in Elex. Der Ära ist da und wir spielen Elex. Und ja, es ist immer noch so. Es ist Teil 24 und ich habe immer noch die Sinnfindungsphase. Ich habe noch nicht so richtig mir die Lager angeschaut, also außer den Berserker-Kram. Ich habe auch noch nicht so richtig eine Checkung, was ich gerne möchte. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich machen müssen, was sich so ergibt, also was, für was ich am Ende noch geeignet bin. Ja, und wir haben, also ich habe mir jetzt vorgenommen, wir gehen jetzt mal zumindest diesen Typen suchen, der uns ausgeplündert hat. Und versuchen vielleicht dann bei den Outlaws mal nachzuschauen, was es da so Lustiges gibt. Wir könnten auch bei den Klerikern mal vorbeischauen, weil grundsätzlich habe ich ein Portal bei den Klerikern. Also ich kann da relativ schnell hinportieren, muss mich also nicht durch die ganze Gegend schieben. Oh. Kaya-Viechzeug. Ein Rottmolch. Das sind schon ein paar hässliche Viecher. Da gibt's noch mal einen mit der groben Kelle. Jawohl. So, wir hauen uns noch ein bisschen Fleisch rein. Schauen wir mal weiter. Wir müssen uns dann unbedingt schon wieder neues Fleisch braten. Ah, guck mal hier. Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Die Frage ist, was für Viecher seid ihr, die ihr hier so rumgammelt? Ich habe hier auf jeden Fall im Radar rote Punkte, jede Menge. Ich will zumindest noch den Teleporter schnell anmachen. Okay, wir halten fest, in Sandy Pines ist kein gut Kirschenessen. Mann. Okay, ist das jetzt noch aktiv? Natürlich nicht. Hier sind überall so Viecher, gegen die ich keinen Stich sehe. Häscher, jawohl. Ja. Und gehen wir den ganzen Kram, glaube ich, mal wieder. So, jetzt gucken wir mal, was es hier auf dem Turm gibt. Okay, also hier hat es auf jeden Fall eine Handgranate. Ein Schlafsack, kleiner Elixitbeutel. Das unvermeidliche Klopapier, der Becher und die gute Gabel und... Ah, okay. Ich bin echt zu klein für alles.
So, wir versuchen jetzt mal diese Häuser zu umgehen. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass der Kollege hier scheinbar dazugehört. Der Typ, der uns alles geplündert hat. Guck mal, hier steht ein Panzer. Und hier steht ein Humvee. Oh Gott, was ist das denn für ein lustiger Panzer? Der sieht ja total witzig aus. Ja, jetzt sind wir hier einmal um die Bude drumherum und da in der Bude sitzt schon wieder unser Verderben. Und der Kollege scheint echt hier in Sandy Pines zu sitzen. Der scheint in Sandy Pines zu sitzen und dann uns da von da aus auszulachen. Oh. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Wo habe ich denn jetzt das Schwert her auf einmal? So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Ja, können wir. Einen Drink? Oh, ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Mhm. 3 Jahre vor der Exekution. Das ist übrigens Ray. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey, Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja, genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Mann, bin ich sympathisch. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird. Und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Mhm. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Na klar. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Na klar. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche?
Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Ja. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Mhm. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Mhm. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Okay, wir haben jetzt also muss Ray. Mir ja nicht gefallen. Das wäre schon gut, wenn es dir gefallen würde, Kaya. Du bist die Einzige, die ich gut leiden kann. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Ein sandiges Buch. Ich bin nicht gut genug. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. An alle, die mich hören, folgt meinem Beispiel und schließt euch der Freiheit. Schrotz, genau. Mhm. Okay, okay, okay. Klebeband, Löffel. Asselfleischsuppe. Mhm. Also hier gibt's nur die Besten der Besten der Besten zur Hochleistungssuppe. Ach so, eine Hochleistungssuppe. Ich habe gerade Puppe gelesen. Eine Hochleistungspuppe. Für die lange Nacht zwischendurch. Okay, na gut. Das ist ja eine Scheiße. So. Toll, jetzt bin ich genauso klug als wie zuvor. Wenn ich ehrlich bin, ich habe hier immer noch diese Häscher und diese ganzen anderen Viecher, die mich elendig aufhalten. Ich muss jetzt den Port anmachen hier. Auf den mal jetzt mal an. Gibt es hier irgendwas? Magnesiumfackel, 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 Magnesiumfackel. So, jetzt haben wir erstmal den Teleporter aktiviert. Ach ja, so. Jetzt sind wir wieder so klug wie zuvor. Kontakt. Kleiner Vorposten. Ja, wir müssen nochmal hier zu den Separatisten jetzt. Jetzt probiere ich das nochmal dahin zu kommen. Das machen wir nochmal von hier oben. Und dann schauen wir mal. So.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Drohung, wenn er zu lange vor der Stadt warten muss, stirbt er, nicht wahr ist. Da unten war ja übrigens der Bombencheck hier, der ihn auch sucht. Na, gucken wir mal, ob wir jetzt zu den Separatisten kommen. Sprint and go. Oh, was ist das denn da oben? Hier gibt es so viele Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Okay, das sieht arg nach einem Alp-Vorposten aus. Das ist jetzt das Letzte, was ich brauche. Schön langsam. Schön langsam hier runter. Genau. Oh, und da sind wieder diese drei Viecher. Soll noch mal einer sagen, ich könne nicht navigieren. So, nächster Versuch. Irgendwie will ich jetzt an den Viechern vorbeikommen. Wer ist eigentlich Ray? So. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Da sagst du was. Das wünschte ich auch. Aber mit der Zeit ist echt schlecht. Mit der Zeit ist es echt so eine Sache. So. Das ist geil. Das ist alles eine Wiederholung von Dingen, die ich schon gemacht habe. Sehr gut. Schwimmen, du Lusch. Okay, jetzt geht's da hoch. Und wir schwimmen. Oh, guck mal, wenn ich schnell schwimme, dann läuft das. Dann kann er kraulen. Dann sieht das auch ein bisschen nach Schwimmen aus, die ganze Aktion. Ja, und da ist wieder dieses Echsending. Ach ja, ich habe keine Munition mehr. Jetzt einfach schnell vorbei. Lauf, Junge, lauf. Alte Taktik. So. Oh Gott, das macht mir echt alles Angst. Ich habe immer das Gefühl, ich bin für alles, was ich hier gerade tue, einfach viel zu klein. Okay, ich darf nicht auf die Rohre. Südabwässer, sehr gut. Na ja, gut, dann haben wir das erstmal. Oh Gott, was ist das denn? Guten Tag, ihr komischen Separatisten. Ich bin der Ära und ich komme jetzt öfter. Oh nein, da sind wieder irgendwelche Viecher. Eisbeißer, würde ich behaupten. Hä? Geht's hier nirgends rein oder was? Gut, dich zu sehen. Ach, es ist gut, mich zu sehen. Das ist ja schön. Ich
fühle mich jetzt nicht so gut hier. Körperschild, Objektsicht. Mhm. Was ist das? Körperschild und so? Doch, hä? Körperschild? Hm. Taucht hier nirgends auf. Machtwille. Waffen? Rüstung? Warte mal. Nee. Ah, hier, Magie. Körperschild, Objektsicht. Okay. Das ist doch schön. Guten Tag, die Herren-Separatisten. Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Boah, das sieht geil aus. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Bitte? Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Genau. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst.
Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Rache ist irrational. Hier geht es um etwas Größeres. Mhm. Wie du meinst. Entscheidend ist, dass wir das gleiche Ziel verfolgen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Oh Gott. Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen. Und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Wo finde ich noch gute Ausrüstung? Wie schon gesagt, die freien Menschen bieten eine Menge Möglichkeiten an, vor allem in ihren Städten. Doch findest du auch in den Ruinen der alten Welt immer wieder etwas Brauchbares. Besorge dir so schnell wie möglich anständige Waffen und robuste Kleidung. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Ach du, verfertige ich, die Folge ist zu lang. Welche Mannschaft ist die effektivste? Das hängt davon ab, welche Waffengattung und welche Fähigkeiten du bevorzugst. Die Berserker sind mächtige Magier, jedoch haben sie sehr antiquierte Ansichten über Nahkampftechniken und Fernwaffen. Wenn du es lieber mit Schusswaffen der alten Welt hältst, sind die Outlaws in der Wüste im Süden vielleicht eine Option für dich. Solltest du eher die hochtechnisierte Energiewaffe bevorzugen, gehst du dann doch besser zu den Klerikern in den Osten. Wie du dich auch entscheidest, du wirst ein Teil der jeweiligen Gesellschaft werden und zumindest zeitweise ihre Ideale vertreten müssen.
Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Deine Wurzeln werden immer ein Teil von dir sein. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende. Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elixitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Klingt so, als hättet ihr an alles gedacht. Gefällt mir. Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alp schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch? Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns. Die Konverter sollen schweigen. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xarkor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Südabessa beginnen. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Jo, jetzt hat das natürlich sehr viel länger gedauert, als ich wollte. Was aber ja schön ist. Ich mag das ja, wenn die so viel zu berichten haben. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt an der Stelle ganz dringend schnell die Folge beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt noch ein paar. Wenn ja, Daumen da lassen, netten Kommentar schreiben. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.